Ja, Freunde, seid gegrüßt. Ich heiße der Jens. Ihr seid auf dem Kanal der Jens unterwegs. Und heute sind wir an der Aggertalsperre unterwegs. Dem Energieweg. Ja, Freunde, ich bin heute endlich mal wieder einen der bergischen Streifzüge unterwegs. Heute ist das der 10. Streifzug. Der Energieweg, der rund knappe 12 Kilometer rund um die Aggertalsperre in Gummersbach läuft. Ob die Idee, an einem Samstag an der Talsperre zu laufen, so wirklich gut war, wage ich zu bezweifeln. Denn Talsperren sind ja immer Dreh- und Angelpunkt von Radfahrern, Joggern, Skatern etc. Und ich filme so ungern, wenn andere Leute dabei sind. Denn die gucken halt immer so wie eine Kuh, wenn es gerade donnert. Aber naja, wir werden vielleicht gleich die Acker verlassen und dann wird es wahrscheinlich ruhiger werden, hoffe ich. Und ich hoffe auch, ihr bleibt dran. Bis gleich. Wisst ihr Bescheid, Woll? Ja, im Bereich der Agger ist Lagern und Zelten verboten, wie ihr gerade gesehen habt, aber offensichtlich hält sich zumindest an Ersteres überhaupt keiner. Wäre ich am Nature Cleanup Day nicht verhindert gewesen, wäre das, glaube ich, das ideale Revier hier gewesen. Total vollgemüllt. Wie immer, Leute, da mache ich euch ja nichts vor. Ja, die beiden gefiederten Freunde haben auch nicht mehr wirklich Berührungsängste bei den vielen Menschen, die hier tagtäglich vorbeikommen. Und das Nahrungsangebot ist ja durchaus noch da. Ja, prima. Ja, vorhin die Erklärung an den Ameisenhaufen waren sehr interessant. Vor allen Dingen, wie die so gelegen sind und warum die so beheizt werden, was in dieser Erklärung nicht rauskam. Aber das ist auch eine relativ neue Erkenntnis. Die könnt ihr euch mal merken, falls ihr bei mir auch in der 500-Euro-Frage sitzt. Man hat wohl rausgefunden, dass die Ameisenhaufen häufig da entstehen, geografisch, wo Erdspalten sind, in der Nähe von Erdspalten, weil da natürlich dann auch die Erdwärme nach oben strömt. Also richtig clevere kleine Waldameisen. Es ist tatsächlich so, wie ich mir gedacht habe. Kaum ist man von Wasser weg, sind auch die Menschen weg. Und das drohende Unheil von oben tut sein Restliches. Also jetzt können wir vielleicht mal entspannter weiterlaufen. Um wandern zu gehen oder gerne in Gesellschaft wandert, dem kann ich die jetzt im Moment laufende oder anlaufende Bergische Wanderwoche empfehlen, die im oberbergischen Bergischen stattfindet, ungefähr 2 Wochen dauert und in den verschiedensten Metropolen wie Much, Oberrad, Lindlar, Reichshof themengeführte Wanderungen anbietet entlang des Bergischen Panoramasteiges. Also wer da Interesse hat, da mache ich mal einen Link unten in die Beschreibung. Schaut das euch mal an. Lohnt sich. Vorhin habe ich den Bergischen Panoramasteig erwähnt. Jetzt werden wir ein Teilstück davon laufen. Für die Eingeweihten, ich habe es ja schon öfters erwähnt, dass diese 24 bergischen Streifzüge sich als Wanderwege am Bergischen Panoramasteig orientieren. Dementsprechend diesen Streifen natürlich nicht in voller Länge. Eieiei, und dann haben wir hier noch so eine Art Lost Place entdeckt, worauf ich aber jetzt nicht rausgeben kann, was es ist. Und ich habe mich da tatsächlich im Vorfeld nicht kundig gemacht. Und da das auch urig bewachsen ist, will ich da jetzt auch nicht unbedingt hingehen. Ja, Neugier siegt ja wieder, obwohl die Gefahr jedoch groß ist, dass ich hier gleich irgendwo absaufe. Also ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, was das ist.
Und eine Taschenlampe habe ich heute auch nicht dabei. Aufgrund der Stahlarmierung und der, ja, der augenscheinlichen Sprengung vermute ich, dass es sich hier mal um ein militärisches Objekt gehandelt haben muss. Wahnsinn. Ja, jetzt bin ich durch so ein kleines Nest namens Rosenthal-Seifen gekommen. Habe ich das auch mal gesehen. Und die dunklen Wolken sind Gott sei Dank weg. Also die dunkle Seite der Macht oder des Pfades habe ich hinter mir gelassen. Und schon steigt natürlich wieder mein Schweißniveau. Und habe mich jetzt erstmal leichter angezogen. Also diese Richtung. Hier könnt ihr auch mal sehen, warum dieser Weg Energieweg heißt, denn selbst hier die Stallung hat ein Solarsystem. Und hier in diesem Gut ist auch ein Blockheizkraftwerk untergebracht. War gerade sehr spannende Informationen über den Wirkungsgrad entsprechender Kraftwerke. Auch eine Art mit Energie. Nach Kyrill hat man hier die Fichte ersetzt durch eine Robinie, einen nordamerikanischen Baum, den man nach einer gewissen Standzeit dann häckselt und daraus dann eine Biomasse macht. Wo ist sie? Da. Und mit dieser Biomasse betreibt man entsprechende Biokraftheizwerke. Und hier, liebe Leute, sehen wir mal so ein Rotorblatt von so einer Windkraftanlage. Nur eins. Ihr seht da im Vergleich dieses Infoschild. Könnt ungefähr erahnen, was das für ein Brocken ist. Und was das auch für Geräusche macht, wenn das so durch die Luft fliegt. Ja, da hinten seht ihr das nochmal im Vergleich. Schon gewaltiger Apparat. Ja, das sind immer so die Tücken, wo man dann auch gerade als Filmer ein bisschen aufpassen muss. Es ist von der Teerstraße so ein Knick gegangen, mitten im Wald, so ein kleiner Trampelpfad. Hier seht ihr die Beschilderung. Und wenn ihr so wie ich gerade mal in die Kamera quatscht, seid ihr da gerne schon mal dran vorbei. Also das finde ich natürlich so mega cool hier, so kleine Trampelpfade. Ja, Freunde, ich habe mir das jetzt erstmal hier gemütlich gemacht. Da oben läuft zwar eine Hauptstraße her oder so eine Landstraße, aber das tangiert mich jetzt mal nicht, weil die Stelle ist an sich sehr schön. Ich habe wiedergefunden bei meinen ganzen Umzugs- und Umräumaktionen eine alte Regenjacke von der Bundeswehr. Die muss mit Sicherheit 15 Jahre alt sein und 10 Jahre lang habe ich sie vergessen. Sie ist total zerknittert noch, da weiß ich noch nicht, wie ich das hinkriegen soll, dass sie mal glatt wird. Also so kann es dann auch schon mal kommen. Also es war mit Sicherheit 10 Jahre lang in diesem Beutel verpackt. Das ist unglaublich. Das ist Material ist wie neu, da ist kein Vergangenheit. Das ist der Hammer. Da unten habe ich mein Wasser mit meinem Esprit am Kochen. Und heute gibt es mal statt Kaffee eine Chai Latte. Das ist so eine Art Milchpulver mit Tee und sowas. Vanille, Zimt, Classic India, die schmecken ganz gut. Sind wahrscheinlich auch sehr reichhaltig. Also eine Empfehlung von mir, Chai Latte habe ich jetzt auch mal in meinem Gewinnspiel, mal beim Giveaway mit verteilt. Guckt euch mal meine geilen, wiederbesohlten Meindels an, mit denen ich jetzt schon wieder durch dick und dünn gehen kann. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe und habe die wiederbesohlt. Das entsprechende Video verlinke ich euch gerade. Ich finde das jetzt gerade mal ein bisschen schön hier. Also für das Auge grün satt. Boah,
Und jetzt kommen wir zu einer Bushaltestelle mitten im Wald. So eine habe ich ja schon mal an der Wildtalsperre gesehen. Da habe ich ja mein Currywurst in the Rain Video gedreht. Muss natürlich wieder irgendein Schmierfink da seine Scheiße hinschmeißen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht mal 10.000 Euro finden. Da träume ich ja immer noch mal davon, während einer Wanderung irgendwas Wertvolles zu finden. Also diese, ich sag mal, relativ oldschooligen Wegemarkierungen werden, das kann ich jetzt schon mal verraten, bei einem meiner nächsten Abenteuer wichtig werden. Ich laufe Teile des E1. Jetzt haben wir wieder Flugzeuggeräusche im Hintergrund. Ich laufe Teile des E1. Der E1 ist ja ein europäischer Fernwanderweg, der von Schweden, Norwegen bis nach Italien runterführt. Ich laufe natürlich nur den heimatnahen Teil, so 30 Kilometer mit Übernachtung. Und der ist halt nicht so beschildert wie die modernen Wanderwege. Also ich habe mich da jetzt schon mal schlau gemacht. Ich muss da auf drei verschiedene Beschilderungen achten, die so hintereinander wegfolgen. Unter anderem auch der Muschel vom Jakobsweg oder vom Pilgerweg. Dann so ein X und noch ein A. Das wird also dann von Navigieren her dann doch eine etwas größere Herausforderung wie das hier, weil das ist ja hier, wie läuft ja hier wie ein Länderspiel. Trotz Kettensägengeräusche versuche ich jetzt mal hier eine Abmoderation, denn ich treffe jetzt gleich wieder auf das erste Fünftel des Weges, sprich auf den ersten zu 1-2 Kilometer von der Ackertalsperre, was wahrscheinlich wieder vermutlich vollgestopft ist mit Joggern und Fahrradfahrern. Und ich fand den Weg bockstark. Im Gegensatz zu den anderen Streifzügen, die am Ende so ein bisschen nachlassen, legt er am Ende so richtig noch zu. Nichts Spektakuläres wie immer, einfach nur ein gediegener, schöner Wanderweg mit ein paar schönen kleinen Ortschaften zwischendurch und ein paar netten Erklärungen zum Thema Energie. Ich habe heute meine 12 Kilometer fürs Cardio-System gemacht. Ich hoffe, ihr tut es mir gleich. Ich wünsche euch allen ein charmantes Wochenende, wo immer ihr mir zugeschaut habt. Macht's gut! Die Freunde vom Verein Unser Wald soll schöner werden sind auch wieder da. Wenn die abends nach Hause kommen, was hast du denn gemacht? Cool.